Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Review. Heute mal wieder mit einer Dose von meinem Kumpel aus Amerika. Ja, es handelt sich um die Amp Energy Orange. Ja, diese Dose ist ja, also Amp ist ja Mountain Dew, bloß halt als Energy. Und diese hier wäre halt als Mountain Dew, Mountain Dew Live Wire. Ja, deswegen habe ich mir diese Dose auch gewünscht, sozusagen, weil ich wirklich sehr gespannt auf sie bin. Ja, gut, komme ich erstmal zum Design, wie immer. Hier unten sind so, ja, wie so ein Ausschlag auf einer Box oder so, also bei einer Musikanlage oder sowas. Also, na, Amp steht ja auch für Amplitude, also auf Englisch, also das englische Wort dafür. Ja, sieht ziemlich nice aus, aber hier an der Seite, das finde ich jetzt nicht so ganz so passend hier unten. Na, steht das? Focus, Boost, Active, Amp Energy, ja. Be smart about managing your energy. Ja. Hier Amp mit der Flamme oben. Amp Energy Active Orange. So, mal scharf stellen. Caffein, Electrolytes. Ja, hier nochmal dasselbe. Hier hinten die Nährwerttabelle. So, sieht man's. Hier die Inhaltsstoffe, ist auch wieder Kornsirup drin. Ja. Ist das Lackschaden? Ja. Ja, die Dose ist leider ein bisschen verdellt, aber ja, das ist nicht ganz so schlimm. Mir geht es ja eigentlich auch mehr um den Geschmack. So, ja, der Top ist blank, der Tap ist orange, wie ein normaler Tap halt. Und ja, probiere ich mal. Oder öffne ich sie mal. Oh, da kam mir das schon entgegen hier. Oh ja, die ist nämlich wieder bis oben hin voll. Das ist bei den amerikanischen nämlich so. Die sind bis oben hin gefüllt. Man sieht's. Da oben ist es. Komme ich gleich zur Farbe. Ja, sieht aus. Ja, ziemlich dunkelorange, sieht ziemlich lecker aus, muss ich sagen, aber auch ziemlich künstlich. Ja, gut, kommen wir zum Geruchstest. Wow, hoho, Hammer. Das riecht nach Orange, aber wie? Das riecht einfach nur richtig Hammer, so richtig fruchtig. Oh, ich kenne was, das riecht genauso. Irgendwas in Gummibärchenform, das ist auch mit Orange, das ist... Ah, das riecht einfach nur so geil. Ja, ich komme jetzt nicht drauf, das liegt mir auf der Zunge, wirklich. Ah, nee, Quatsch, keine Gummibärchen. Das riecht wie Miranda. Mirinda? Ja, keine Ahnung. Oder wie Fanta Mandarine, genau jetzt habe ich's. So riecht das. Aber es riecht auf jeden Fall richtig geil, richtig lecker. Probiere ich mal. Boah. Hammer. Richtig, richtig nice. Es ist ein richtig nicer Orangengeschmack. Es ist jetzt kein penetranter Orangengeschmack. Er ist leicht. Er ist nicht ganz so krass süß. Hat einen leicht bitteren Abgang. Hat es aber natürlich totale Kunstorange. Aber er schmeckt einfach nur richtig geil. Den kann ich euch echt empfehlen. Ich weiß zwar nicht, wo ihr ihn herbekommt. Dann gab es mal auf Drink for You oder auf US Goods, ich weiß es nicht.
Ja, aber auf US-Goods ist er ausverkauft und Drink4U ist ja im Moment offline. Sorry. Ja. Ist aber extrem geil. Und ja. Ich habe mir leider noch kein Mountain Dew Livewire gekauft, also war immer ausverkauft. Also weiß ich auch nicht, wie Livewire schmeckt, also Mountain Dew Livewire, aber Amp ist ja Mountain Dew eigentlich. Und dieser hier soll auch, wie ich gehört habe, nach dem Livewire schmecken. Und ja. Also ohne Witz, der ist richtig, richtig gut. Den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr Orange mögt, dann ist der wirklich was für euch. Der ist zwar künstlich von oben bis unten, aber so ein erfrischender Orangengeschmack. Das ist richtig nice. Der ist nicht sauer, er ist nicht süß. Er ist im Abgang ein bisschen bitter, aber das stört überhaupt nicht. Das ist. Ah, das ist einfach nur ein gelungener Drink. Ja. Gut, das war's vom Review von der Amp Energy Orange. Und ja. Bis zum nächsten Mal. If you want that, baby, I got it.